und dammt ein ganz herzliches Willkommen zu The Hunter, Call of the Wild. So, ich bin durch einen Kumpel dran gekommen. Das machen wir später. Und ich merke gerade, es ist ganz schön laut. Spiel. Okay. Ich schraube hier mal gerade noch runter. Man merkt, ich habe das Spiel gerade erst gestartet. Wirklich komplett neu. Grafik, können wir mal kurz in die Grafik reingucken. Ist alles sehr hoch eingestellt. Gut. Nochmal kurz bei den Tastenbelegungen schauen, weil ich habe hier einiges. Nicht, dass es auf meinen anderen Tasten ist. Dum 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 dum. Nein, ist nicht drin. Gut. So, lange Rede, kurzer Sinn. Da das Video heute am 01.01.18 rauskommt, hoffe ich mal, ihr seid alle gut reingerutscht. Wenn euch das Spiel gefällt, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Ein Abo würde man sich auch freuen. Okay, und wir starten jetzt mal ins Spiel. Also ja, Geschlecht, männlich. Mit dem Variante. Ja, okay, ich besitze nicht. Ja, okay. Jagdrevier, Hirschfeld. Ja, mein Name ist Hirschfeld. Männlich und wir starten. Hi, I heard you'd finally arrived. Welcome to Central Europe. I'm Connie, the Wildhüter of Hirschfelden. Reserve Warden, that is. I'm here to make sure that your time here will be unforgettable. Hirschfelden is one of the oldest hunting reserves in Europe, and we host a diverse population of the most popular big game for all hunting tastes. It's also the most beautiful place on Earth. No, I'm not biased at all. Unsere ersten Schritte. Und die Grafik sieht geil aus. Go ahead and have a look around. I can't wait for you to experience all the beauty of Hirschfelden's fields and forests. Oh ja, ist geil. Why don't you see if you can find an animal track nearby? Mal gucken, ob wir mal gleich was finden. Läuft doch schon was. Hallo? Okay, folge ich mal da oben lang. Ist okay. Obwohl da unten schon eine Hirschkuh rumläuft. Soll ich halt hier oben lang laufen? Careful. The underbrush can be a bit noisy this time of year. Okay. Finde ich jetzt hier gerade keine Spur. Okay, ganz entspannt. So, brauchen wir mein erstes Tier aufspüren, verwerten und erlegen, okay. Ups, mein Fehler. Also kann ich doch die Hirschkuh nehmen.
Entschuldigung, man sollte auch mal die Karte lesen. Ja, ist noch da. Gut. Okay. Some tracks in that area earlier this morning. Hold on, I'll send the Ja, jetzt auf coordinates. immer. Und dann darf ich dann hinterher rennen oder wo? Ah, okay. Erlegt. It's bleeding, so that's a hit. Follow the blood trail to find it. Shouldn't have gone far. Ja, es liegt dort. There it is, your first Hirschfelden trophy. Go ahead and harvest it. Okay, genau, die Wirbelsäule. Geschlecht weiblich. 40, 14 Kilo, normal. Okay, cool. If you want to get your bearings, there are lookout points spread out all over the reserve. Also muss ich jetzt zu den Aussichtspunkt. Ja. Okay, vielleicht haben wir Glück und finden noch ein Tier. Bezweifle ich zwar etwas stark. Aber vielleicht haben wir Glück. Das mit den Koordinaten zu nah dran, das war ja ganz schön jetzt. Ui. Running in the reserve is great. Just know that the animals will hear you running before you even come close. Ja, ich werde mich jetzt nicht ranpirschen. Es sei denn, man kann den Vogel da auch mit Stay abschießen. low when you're stalking an animal to avoid being seen. Ja. Fernglas. Ja. Okay, jetzt muss ich da oben hin. Läuft. Aber ich finde das geile Spiel ist extrem geil schon. Nicht immer bloß hier mit hochmodernen Waffen oder von A nach B fahren mit einem Quad oder mit einem schönen Vehikel. Sich einfach mal hier oben hin zu pirschen, wild zu jagen, ist auch mal was anderes, nicht immer das gleiche. Und die Grafik sieht so geil aus. Lass mich hier vorbei. Dankeschön. Nicht auch so realistisch mit denen hier, wo man es treffen muss. Quite a view, isn't it? From here you can see a lot of great hunting opportunities in the nearby area.
Rattenfeld is a favorite region for a lot of hunters. The fallow deer is such a classic animal to hunt, but we also get a lot of history buffs here. To the south lies the Hirschdorf Hügelgrab, a grave mound dating back to the Bronze Age. Okay. Be sure to stop by one of the outposts. They're essentially base camps. Da lang, okay. Vielleicht haben wir Glück und finden noch ein Tier. Okay, hier lang. Da kommen wir an dem einen Punkt noch vorbei. Ah. Steht da hinten wieder einer? Getting some exercise, are we? Just remember to take a breather before shooting anything. Ich hätte eher das dort gedacht, aber okay. Ich sehe da überhaupt bloß ein Fragezeichen. Ach, das ist das. Alles klar, das ist das. Oh, Entschuldigung. Verdammt. Da war es weg. Okay. Ja, das war gerade mein Hirsch. Folgespuren sind blau gekennzeichnet, also nicht wundern. I notice you're after a fallow deer. Be sure to stay concealed. They have some of the best eyesight among the reserve animals. Their good hearing and smell doesn't make things easier either. Noch eine Dammhirschjagd und dann zum Revier. Sounds like Gerlinda could use a hand. Oh, sorry. I just got a message from one of the local residents, Gerlinda Jaeger. I'll check in with her later to see what she needs help with. Ja, sehr gut. Aber wir müssen jetzt auf Dammhirschjagd. Da. Vielleicht haben wir Glück und erlegen ihn noch.
Einlaufen ist auch nicht gerade sehr leise. Eine leise Jagd. Die nächste Spur. Und wir kommen quasi auch unserem Basslager sehr nah. Spannung pur. Aber vielleicht tue ich auch ein bisschen hier cutten. Ich weiß es selber noch nicht. Vielleicht mache ich auch die erste Folge erstmal angecuttet. Und wenn ihr mehr sehen wollt, mache ich bestimmt mal Cut-Folgen. Weil die ganze Zeit so anpirschen. Sein ihr wollt sehen, wie ich manchmal versage. Könnte quasi jetzt hier auf dem offenen Felde sein. Okay, aber wir haben erledigt. Ein Schuss im Nacken. Oh ja. 97%. Hoho. Geschlecht männlich. Gewicht. Schwierigkeitsgrad ist 3. Sehr leicht. Okay, weil es offensichtliche Schwachstellen hat, wie zum Beispiel ein Bär, da kommt man nicht so schnell an die Schwachstellen ran. Oh yeah. Nehmen wir an. Okay, und auf zur Behausung. There's no shortage of ways to earn money as a hunter. No shortage of ways to spend it either. Okay, zwei Treffer und unsere Behausung. Jetzt müssen wir die noch acclaimen, glaube ich. Oder? Und da haben wir es doch schon. Cozy, right? Outposts are great for stocking up or just taking a break. Oh, you found a shed. I remember finding a big deer antler for the first time as a kid. It felt like I had dug up some real treasure. I still have it at home. Okay. Jetzt haben wir hier. Können wir schlafen? Wir haben ein bisschen If you Zeit. Ever need to rest, there's a cabin in each outpost. I just had them refurbished last season. If you want Aktuell haben wir es nämlich challenge to pass 10 Uhr the time by 12. not hunting. Many of the animals are shedding their antlers this time of year. They're still tricky to find, of course, but I guess that's why people like to collect them. Oh yeah. Hi there. I've got a bit of an unusual question. I hope you don't mind. Na, stell. I think I mentioned Gerlinde, right? Well, here's the thing. She's writing a book about fallow deer. Her second one, actually. She's got a small obsession for fallow deer. Okay. Anyhow, she's missing some pictures for her book and was looking for someone to help out. It's a bit specific. I remember
remember hearing that you're quite the photographer yourself, so I thought I'd pass along her offer. Ja, she's gut. Looking for a picture of a fallow deer taken in Rottenfeld. She'll pay quite well for it, so it may be worth the effort. Kann sie gern if you were looking to help out Gerlinda with that picture, you're in the right place. You're in Rottenfeld. Rottenfeld. Okay. So, und jetzt kommen wir hier gucken. Jetzt gibt es hier verschiedene Gewehre. Hier brauchen wir jetzt nämlich noch Gewehrpunkte. Nicht mehr bloß Geld. Wir haben ja aktuell die hier. Das sind einige schöne Gewehre. Gerlinda ist lovely, but here's a friendly tip. Don't ask her about fallow deer unless you mean it. She will not stop. It's beyond obsession at this point. On the other hand, there's no one better for hunting tips when it comes to fallows. Oh, and her venison stew is out of this world. Makes me hungry just thinking about it. Okay. Aber nichtsdestotrotz wollte ich erstmal an der Stelle sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentiert, abonniert, liked. Ansonsten zeigt nicht. Es vollkommen euch lassen. In dem Sinne, macht's gut und tschüss.